Hallo und herzlich willkommen zum heutigen Tutorial. Ich bin Jakub und heute gucken wir uns mal wieder Illustrator an. Und zwar diesmal ein bisschen anders. Ich zeige euch nämlich, wie man auch dreidimensionale Sachen mit Illustrator modellieren kann. Wie gesagt, heute mal wieder Thema Illustrator. Wir haben ja auf unserem YouTube-Kanal schon zwei Videos zu Illustrator veröffentlicht. Da ging es vor allem um die Grundlagen. Also diejenigen, die sich mit Illustrator vielleicht noch nicht so gut auskennen, empfehle ich zuerst die ersten zwei Videos und dann das, was jetzt kommt, weil wir uns heute mit einem ganz spezifischen Bereich von Illustrator beschäftigen, und zwar mit 3D-Grafik und 3D-Effekten. Wichtig zu sagen ist, dass Illustrator eigentlich für 2D-Vektorgrafik vorgesehen ist. Und auch wenn es früher möglich war, 3D-Objekte zu erstellen, war dafür in erster Reihe Illustrator nicht vorgesehen und man sollte dafür weitere Programme verwenden. In der neuesten Version von Adobe Illustrator, also ganz wichtig, dass man heute mit der 2022-Version arbeitet, kamen dann ein paar neue Funktionen dazu, mit denen man ganz einfach so coole Objekte erstellen kann, die wirklich sehr professionell und sehr realistisch aussehen. Und die gucken wir uns heute an. Ich zeige euch, wie das Ganze funktioniert, welche Möglichkeiten man da hat. Und am Ende werden wir genau dieses Bild, was man hier jetzt sehen kann, das werden wir dann zum Schluss Schritt für Schritt erstellen, sodass jeder von euch am Ende in der Lage ist, so ein cooles Bild zu erstellen. Dann würde ich sagen, legen wir gleich los. Hier haben wir eine neue Datei. Einfach eine Zeichenfläche. Hintergrund ist einfach ein Farbverlauf. Werden wir dann am Ende zusammen erstellen. Das sind wirklich die Grundlagen, die wir in den ersten zwei Videos beschrieben haben. Von daher empfehle ich die zwei, aber wie gesagt, werde ich dann, wenn wir dann dieses Bild dann erstellen und trotzdem erklären, wie das geht. Jetzt geht es wirklich um die 3D-Effekte. Hier habe ich unser WinLab-Logo. Man kann natürlich jedes andere Objekt nehmen, aber damit ihr seht, wie einfach das ist, daraus ein 3D-Objekt zu machen, habe ich erstmal sowas Kompliziertes genommen. Man muss es einfach mal anklicken und dann, wenn man oben in der Leiste auf Fenster und 3D und Materialien geht, erscheint da dieses andere Fenster und hier hat man oben drei Möglichkeiten, die man auswählen kann. Wir müssen erstmal auf Objekt gehen und wenn wir das markiert haben, können wir, mach erstmal ein bisschen größer, können wir hier auf entweder Ebene, auf Extrudieren, auf Kreiseln oder auf Blasen gehen. Wir gehen auf Extrudieren, also einfach mal anklicken. Tada, was ist passiert? Wir haben ein 3D-Objekt erstellt. Es sieht super schön aus und eigentlich könnte man jetzt sagen, dass der Workshop ist zu Ende. Nein, da gibt es wirklich viele Möglichkeiten, wie man das noch weiter bearbeiten kann. Also nochmal anklicken und hier sieht man dann, was man da alles verändern kann. Erstmal die Tiefe. Das ist, glaube ich, selbsterklärend. Entschuldigung, ich habe da ein bisschen zu stark gezogen. Hier, wenn man hier zum Beispiel auf 105 geht, dann wird sich genau diese Tiefe verändern. Man dann weiter erhöht, passiert dann genau das, was man erwartet. Mein Computer ist gerade ein bisschen langsam, aber das macht nichts. Das Prinzip haben wir, glaube ich, verstanden. Die nächste Möglichkeit, was man da einstellen kann, ist die abgeflachte Kante. Da gibt es so einen Schalter, wenn man darauf klickt, sieht man gleich, was passiert ist. Wir haben hier die Kante abgeflacht.
ist, glaube ich, selbsterklärend. Und hier gibt es auch viele Möglichkeiten, wie diese Kante aussehen kann. Was ich sehr schön finde, ist die abgerundete Kante. Das habe ich dann auch für unser Thumbnail für dieses Video gemacht. So sieht es dann aus. Und dann gibt es Möglichkeiten, wie zum Beispiel abgerundete Kontur, werden wir dann am Ende auch machen. Das sieht dann wieder so aus. Auch sehr schön und sehr professionell. Und ihr habt gesehen, wir waren innerhalb von 2 Sekunden fertig. Hier kann man dann auch die Breite, die Höhe von dieser Kante einstellen. Ist, glaube ich, selbsterklärend. Was man aber wissen sollte, man kann auch die Perspektive verändern. Also sich das Objekt von allen möglichen Seiten angucken. Hier hat man entweder die Möglichkeit, eine vorgegebene Position oder Ansicht auszuwählen. Zum Beispiel isometrisch oben würde dann so aussehen. Mit Steuerung Z oder auf Mac, wie in meinem Fall, dann Command Z. Da kommt man einen Schritt zurück. Oder man hat hier die Möglichkeit, einfach frei die Ansicht zu wählen. Da muss man hier auf diesen Punkt gehen, einmal klicken, gedrückt halten und ziehen. So kann man sich dann dieses Modell von allen möglichen Seiten angucken. Und so funktioniert das dann. Ja, das ist die eine Möglichkeit. Wir haben aber gesehen, es gibt hier nicht nur extrudieren, also das Objekt sozusagen dreidimensional machen, sondern auch kreiseln. Wie das funktioniert, gucken wir uns jetzt gleich an. Um den Unterschied zu sehen, werde ich hier einfach, also ich habe hier jetzt einfach Rechteck-Werkzeug genommen, mache jetzt hier einfach ein Rechteck. In dem Fall brauchen wir keinen Gradient. Hier kann man dann die Farbe entsprechend verändern. Schwarz ist zu langweilig, nehmen wir was Blaues. Hier kann man mit dem Auswahlwerkzeug die Ecken abrunden. Haben wir alles in den ersten 2 Videos beschrieben. Und dann, wie gesagt, entweder hier über Fenster, 3D und Materialien oder ich habe hier eine Abkürzung bei mir eingebaut. So kommt man auf dieses Menü. Und dann extrudieren haben wir uns schon angeguckt, funktioniert mit jedem Objekt. Würde dann so aussehen. Also einfach die Fläche rausziehen, extrudieren und dann hat man daraus ein 3D-Objekt. So kann man das verändern und funktioniert, wie gesagt, bei allen Objekten, allen Formen. Ich gehe 2 Schritte zurück, weil das hier nicht die einzige Möglichkeit ist, ein dreidimensionales Objekt zu erstellen. Die zweite Möglichkeit ist dann Kreiseln. Das sieht dann so aus, wenn wir hier dieses Objekt ein bisschen verändern. Zwar ich nehme hier einmal Direktauswahlwerkzeug und werde hier nochmal die Kante einmal anklicken und daraus, also die Ecken dann nicht mehr abgerundet einstellen und dann werde ich das hier ein bisschen flacher machen. So zum Beispiel, damit man sich vorstellen kann, worum es geht. Wähle ich das jetzt aus und dann gehe ich hier auf Kreiseln. Und ihr seht schon, was passiert ist. Man kann in dem Fall die Drehachse auswählen. Also wenn ich mal zurückgehe, bedeutet, dass man hier entweder diese Kante als Achse, als Drehachse nimmt und dann diese Form um diese Achse einfach drehen lässt und so erzeugt man dann ein dreidimensionales Objekt. Da kann man einfach auswählen, die oder die Kante. Also hier nochmal kreiseln. In dem Fall wollte ich die rechte Kante nehmen. Und tada, da haben wir jetzt so eine Art Teller erstellt. So einfach geht das. Ja, und man kann sich vorstellen, wenn ich das jetzt wieder lösche, kann man ganz einfach auch seinen Suppenteller erstellen. Also in dem Fall habe ich jetzt einfach dieses Zeichenstiftwerkzeug genommen
Klicke hier einmal, halte dabei die Umschalttaste, was bedeutet, dass man sich dann nur horizontal bewegt. So, einmal klicken, hier dann einmal 45 Grad. So, in dem Fall wollen wir dann nur die Kontur haben. So, und die Konturdicke kann man hier oben verstellen. Ich gehe hier einfach auf 15. Und dann kann man hier bei Kontur, kann man auch die Enden davon einstellen. In dem Fall gehe ich hier auf abgerundet. Dann ist wichtig, dass man daraus eine Kontur erstellt. Hier über Objekt, Pfad, Konturlinie. Und hier werden wir dann einfach mal diese Abrundung löschen. Machen wir hier mit dem Direktauswahlwerkzeug. So haben wir die Abrundung weg. Die Farbe können wir hier auf Grau verstellen. So. Und vielleicht das noch ein bisschen weiter machen. Länger machen. So. Die Farbe verändere ich hier noch einmal, damit man das besser sieht. Bisschen dunkler. So, und dann machen wir noch eine Linie. So und so. Dann werden wir hier die Farbe auf zum Beispiel Orange einstellen. Und dann müssen wir die Kontur wieder auf 15 oder so stellen. Genau. Und die Enden dann wieder abgerundet. Wir machen daraus wieder Konturlinie und löschen dann diese Abrundung. Farbe müssen wir nochmal einstellen, macht aber nichts. Perfekt. Ja, und jetzt seht ihr dann, wie das genau funktioniert. Das hier soll jetzt ein Suppenteller werden. Und ihr seht jetzt gleich, wie das passieren wird. Wir müssen daraus eine Gruppe machen, also die zwei einfach auswählen, einmal anklicken, Umschalttaste halten, das zweite Objekt anklicken und dann, ich sehe hier, wir haben hier noch dieses eine Objekt, wollen wir nicht, es ist schon an sich eine Gruppe. Müssen wir hier einmal löschen. So, Entschuldigung, passiert ja manchmal. Upsi. Genau, hier ist dieser Pfad, den wollen wir nicht. Wir können die zwei auch anklicken und erstmal so anordnen, dass das hier als Drehachse dienen kann. So, und jetzt, wenn wir die beiden markiert haben, dann einmal kopieren. Und dann geht man hier auf Extrudieren, Entschuldigung, Kreiseln. So würde das aussehen, wenn wir die linke Kante als Drehachse nehmen. Wollen wir nicht, wir wollten die rechte Kante. Und jetzt haben wir daraus einen Teller mit irgendwas gefüllt. So einfach geht das. Ich war wirklich sehr überrascht, wie einfach das geht, als ich diese Funktion das erste Mal verwendet habe. Ja, so einfach ist es, einen Teller zu erstellen. Und das letzte, was wir uns angucken, ist hier die vierte Möglichkeit. Hier nehmen wir statt Rechteck, also einfach draufklicken und halten, nehmen wir hier das Sternwerkzeug. So werden wir dann einen Stern erstellen. Wir können wieder die Ecken ein bisschen abrunden. Farbe ist erstmal egal, weil wir uns auch die nächste Möglichkeit angucken, und zwar Materialien. Was wir jetzt machen, wir gehen hier auf Blasen und ihr seht schon, was passiert ist. Gucken wir uns mal in Perspektive an.
was man so erwartet hat, wenn das so heißt. Es ist einfach aufgebläst worden und man kann hier wieder die Tiefe einstellen oder Volumen, also wie stark man da sozusagen die Luft reinpusten würde. Man kann auch einstellen, dass es von beiden Seiten aufgeblasen wird. Man sieht so den Unterschied, eine Seite, zwei Seiten. Genau. Und dann kann man hier bei Material, kann man hier verschiedene Materialien auswählen. Könnt ihr gerne ausprobieren. Es ist wirklich spannend, was man da alles findet. Was ich total cool finde, ist hier diese Marmorfarbe. Und wenn man die einstellen will, kann man die einfach mal anklicken oder so rüberziehen auf das Objekt. Und ihr seht schon, was passiert ist. Wir haben jetzt die Farbe verändert und haben da wirklich seinen sehr coolen Stern. Und wir können das immer noch verändern. Wir können hier immer noch die Größe verstellen. Wir können auch die Ansicht verstellen. Das bleibt uns alles frei. Ja, und das Letzte, was man da noch einstellen kann, also hier bei Material hat man die Möglichkeit, wirklich alles Mögliche umzustellen und auch eigene Materialien zu erstellen. Aber da würde man mit diesem Workshop nicht eine halbe Stunde, sondern 2 Stunden verbringen. Von daher würde ich euch empfehlen, einfach ein bisschen zu experimentieren. Und hier kann man wirklich schon sehr viel einstellen. Also man kann einfach ein Material als Grundlage nehmen und das dann entsprechend so bearbeiten, bis man das erreicht hat, was man wollte. Hier kann man zum Beispiel die Farbe verändern von diesem Muster. Das würde sich dann alles verstellen. Einfach mal anklicken, andere Farbe verändern, so zum Beispiel. Und schon sieht man den Unterschied. Ich fand die andere Kombination ein bisschen schöner, deshalb lasse ich das so. Und das Letzte, was man sich auf jeden Fall angucken sollte, ist die Beleuchtung, weil man sieht, dass hier noch der Schatten fehlt. Den kann man auch einstellen und man kann auch die Belichtung verändern. Hier, wenn man hier auf Beleuchtung geht, hat man hier ein paar Voreinstellungen. Man sieht, wenn man die einzelnen anklickt, wo der Unterschied liegt, ist aber nicht das Einzige, was man da auswählen kann. Man kann wirklich die Lichtquelle komplett frei wählen. Einmal kann man die Intensität verstellen, also wie stark das Licht ist, Drehung, als ob man die Lampe, mit der das beleuchtet wird, einmal um 360 Grad verdreht. Höhe, also wo genau sich unsere Lampe befindet. Und Glättung, da sieht man erstmal keinen Unterschied. Das ist sozusagen der Fokus. Und das sieht man dann vor allem beim Schattenwurf. Wenn wir uns hier bei den höheren Zahlen befinden, dann wird unser Schatten eher unscharf. Wenn wir bei wenigen Prozent Zahlen sind, dann wird unser Schatten sehr scharf. Ich finde persönlich einen unscharfen Schattenwurf viel schöner. Und das kann man also so einstellen. Und Schatten kann man hier mit diesem Schalter einschalten. Und ihr seht schon, da ist der Schatten schon sichtbar. Aber man wird sich denken, das sieht jetzt aber nicht so realistisch aus. Vor allem, wenn wir das so eingestellt haben, wie ich gesagt habe, also dass der Schatten dann unscharf sein sollte. Und der Grund dafür ist, hier, was wir bis jetzt gesehen haben, das ist nur eine Vorschau sozusagen. Also nicht die volle Auflösung. Und man arbeitet mit dieser Vorschau, um halt Rechenleistung zu sparen. Man hat aber die Möglichkeit, wenn man hier raufklickt, da steht dann mit Raytracing rendern. Damit kann man sagen, dass man jetzt die volle Auflösung will. Wenn man draufklickt, muss man ein bisschen warten. Ich hoffe nicht zu lange. Und gleich sieht man dann das vollständige Ergebnis.
Genau, und hier sieht man dann das Ergebnis. Das ist dann die vollständige Auflösung und das ist dann unser Bild, was wir am Ende erreichen wollten. Man sieht jetzt auch, dass der Schatten viel, viel realistischer aussieht und auch die Beleuchtung so schöner ist als vorher. So erreicht man dann das endgültige dreidimensionale Objekt. So, jetzt haben wir die wichtigsten Sachen kennengelernt. Ich habe ja gesagt, das kann man auf beliebige Formen anwenden. Und genau deshalb können wir uns angucken, wie man sowas erstellen kann. Ja, es ist eigentlich nichts anderes als das, was wir jetzt gemacht haben. Hier kann man eine neue Zeichenfläche hinzufügen. Gehe hier einfach auf Zeichenflächen, gehe auf Plus. Hier haben wir die neue Zeichenfläche. Entschuldigung, ich kann die hier gleich bei mir andocken. Ja, das ist dann die leere Zeichenfläche, mit der man in der Regel anfängt. Ja, und wir fangen mit dem Farbverlauf an. Hier geht man einfach auf Rechteckwerkzeug. So kann man den dann erstellen. Normalerweise hat man hier so eine volle Farbe. Hier unten kann man dann einfach in der Mitte Verlauf auswählen. Unter Verlauf findet man dann die entsprechenden Einstellungen, was Farbverläufe anbelangt. Hier kann man dann auch die Drehung verändern. In diesem Fall wollen wir dann um 90 Grad verändern, in diesem Fall um plus 90. Und hier kann man dann auch die verschiedenen Arten von Farbverläufen auswählen. In dem Fall wollen wir diesen radialen. Und hier können wir dann auch genau die Drehung auswählen, hat aber in dem Fall, dadurch, dass das radial ist, keine Auswirkung. Hier kann man dann auch genau sagen, wo genau da die Grenze ist. Das können wir so wählen, wie wir wollen. Und ich habe den Punkt noch ein bisschen verschoben, sodass wir dann diesen coolen Effekt bekommen. Entschuldigung, wie auf diesem anderen Bild. So, dann kommen wir jetzt zu dem Wichtigsten, also zu dem Text. Ich habe jetzt einfach dieses Textwerkzeug genommen, einfach klicken, dann schreiben. In diesem Fall habe ich das Wort Creative genommen. Man kann jede Schriftart hier unter Zeichen und hier bei diesem Menü auswählen. Ich habe hier Clear Sans genommen. Sieht am Ende ganz schön aus. Funktioniert aber wie gesagt mit jeder anderen Schriftart. Hier einfach mal ausrichten in die Mitte. Und dann das gleiche Spielchen. Ich habe es hier wieder ein bisschen abgekürzt, aber man geht hier auf 3D und Materialien, Objekt, dann extrudieren und schon haben wir jetzt ein 3D-Modell. Man kann immer noch die Farbe verändern. Wir werden sowieso gleich das Material anwenden, aber damit man das jetzt schon besser sehen kann, stelle ich die Farbe einfach mal um. Ja, und jetzt haben wir gesagt, bei abgeflachter Kante kann man logischerweise die abgeflachte Kante einstellen. Und in diesem Fall kann man hier sehen, dass es dann diese Einstellung, was ich schon vorhin gezeigt habe, abgerundete Kontur ist. Also darauf klickt man einfach und schon haben wir das so eingestellt. Jetzt brauchen wir noch das Material. In diesem Fall habe ich dann, glaube ich, hier Blattgoldknitter genommen. Muss man einfach mal so auswählen, entweder rüberziehen oder doppelt anklicken. Ja, und dann geht man hier auf Beleuchtung. Schatten wollen wir natürlich auch. Und das, was ich vorhin noch nicht erzählt habe, man kann auch die Schattengrenzen einstellen. Hier sieht man, dass der Schatten nicht so weit geht. Deshalb muss man die Schattengrenzen noch ein bisschen erweitern. Ja, und dann kann man hier noch die Glättung auswählen. Ich wähle hier zum Beispiel
70% aus, Lichtintensität vielleicht ein bisschen mehr. Ja, und dann geht man, Vorsicht, man muss das Objekt immer angeklickt haben, geht man hier auf Rendern, wird jetzt wahrscheinlich ein bisschen länger dauern, deshalb werde ich das dann auch im Video beschleunigen und dann sieht man das endgültige Objekt. So, dann gehe ich jetzt auf Rendern und gleich sehen wir dann das Ergebnis. Ja, hat gar nicht so lange gedauert, wie ich geahnt habe. Hier haben wir das gerenderte Objekt, also die gerenderte Grafik in vollständiger Auflösung. So sieht es dann aus. Super realistisch, finde ich persönlich. Ich finde es auch persönlich sehr beeindruckend, wie einfach das ist, sowas zu erstellen. Ihr habt jetzt die Grundlagen gelernt. Vielleicht noch zwei Tipps, was man noch machen kann. Man kann natürlich das hier als Bild speichern. Hier über Datei entweder speichern unter als PDF oder exportieren als Bild. Man kann das aber auch als ein 3D-Objekt speichern. Ist vielleicht bei einfacheren Sachen auch für 3D-Druck anwendbar, auch wenn dafür andere Programme genutzt werden sollten. Ist aber grundsätzlich möglich, das als STL zu exportieren. Und da geht man hier auf Fenster, Export von Element. Ja, und dann muss man hier einfach dieses Objekt auswählen, einfach mal hier so rüberziehen. Hier wählt man dann als Format OBJ aus. Ich habe es vorhin falsch gesagt, als STL geht es nicht, als OBJ schon. Ja, und dann geht man hier auf Exportieren und man hat dann wirklich ein OBJ-Objekt, was man dann mit einem 3D-Drucker drucken kann. Das hier nur so als Nebentipp für heute. Was das alles und hier sehen wir dann unser vollständiges Ergebnis. So, wir haben jetzt gesehen, dass es mit Illustrator auch möglich ist, 3D-Sachen zu entwerfen. Allerdings hat dieses Programm auch seine Grenzen, was 3D-Modellierung anbelangt. Von daher, wenn man was Komplizierteres braucht und vielleicht ein Modell braucht, das man dann mit dem 3D-Drucker drucken will, sollte man dafür irgendwas anderes verwenden, zum Beispiel SolidWorks oder Shaper, wozu wir auf unserem Kanal auch schon Videos gemacht haben. Ja, trotzdem hoffe ich, dass ihr heute was Neues gelernt habt, vor allem wenn man seine 3D-Grafik braucht, ist dafür Illustrator gar nicht so schlecht. Und ja, wir sehen uns bald im nächsten Video oder bei uns vor Ort im WinLab. Macht's gut und bis zum nächsten Mal. Tschüss!